Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Heute geht es um einen kleinen Digitalrekorder bzw. ein Diktiergerät, ein digitales mit einem großen internen Speicher. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam etwas näher an. Bis gleich! So, das digitale Aufnahmegerät, dieser Voice Recorder aus dem Hause Benji ist der Hersteller. Und dann machen wir mal das Ganze auf, was da so rauskommt. So, da haben wir einmal das Gerät. Und hier drunter die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Jawohl, hier haben wir schon das USB-Kabel und eine Bedienungsanleitung. Naja, also ist eine Bedienungsanleitung, ja. Manual. Ja, ich verstehe es halt immer nicht. Gell? Irgendwie verstehe ich es nicht, warum man immer diese Anleitungen dazulegen muss in diesen minimalen Mikroschriften. Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zeige es euch einfach mal etwas näher. Na, wahrscheinlich, ich guck mal, ob ich den Fokus hier einstellen kann, dass ihr es sehen könnt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, ihr könnt es euch vorstellen, also das ist wirklich Mikroschrift, finde ich nicht gut, weil ja, es ist nun mal so, dass viele Probleme haben mit ihren Augen, nicht nur ich, sondern auch andere. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach eine große Anleitung dazulegen kann, einfach mit großer Schrift. Naja, okay. Ein USB-Kabel, Gott sei Dank. Ja, wir haben ja fast kein USB-Kabel, aber liegt dabei. Kein Netzteil dabei. Gut. Hier haben wir jetzt das gute Stück. Das ist also so ein Aufnahmegerät. So ein Audioaufnahmegerät. Ja, wie man so, sag ich mal, mit sich führen kann. Wir haben hier verschiedene Funktionen und auch ein Menü, das man einstellen kann. Dann haben wir hier den USB-Ladeport an der Seite. Damit ihr es besser sehen könnt, mache ich Folgendes. Ich blende euch jetzt ein Video ein, in dem ich euch einfach das Gerät in der Nahaufnahme zeige und etwas, damit ihr das Gerät näher betrachten könnt. Ja, es wäre euch einfacher, als wenn ich es euch so in die Kamera halte. Ihr seht das gut nicht. Das Video müsstet ihr ja jetzt sehen. Und ja, ich kann hier oben dann entsprechend einschalten. Kann dann das Mikrofon nutzen. Ja, ich kann meine Texte aufsprechen. Ihr werdet auch nachher noch von meinem digitalen Assistenten die ganzen Fakten bekommen, damit ihr euch eher ein Bild machen könnt. Ja, ich kann es nutzen als MP3-Player. Ja, ich kann hier meine Kopfhörer anschließen. Ich habe hier oben einen Kopfhörerausgang. Dann kann ich es als MP3-Player nutzen. Ich habe einen 32 GB internen Speicher verbaut. Das finde ich super. Das passt richtig viel drauf. Also der Hersteller gibt an, ca. 1100 Stunden bei 512 Kilobit pro Sekunde. Die Einstellung kann man hier treffen. Oder in der hochwertigen Einstellung, sage ich mal, dieses HD-Ton-Ding. Also mit 3072 Kilobit pro Sekunde sollen es dann so ca. 24 Stunden sein, die man hier draufbringt. Also sehr enorm. Ich kann aber das Ganze auch anschließen an den PC und kann mir dann entsprechende Formate rüberladen, die ich mir dann anhören kann. Und da unterstützt das Gerät MP3, Wave, FLAC, dann API und OGG Formate, also die gängigen Formate, sodass ihr es also ganz normal als MP3-Player nutzen könnt. Die kompletten Daten, also die Kurzfakten, die wird euch jetzt mein kleiner digitaler Assistent ganz kurz näher bringen, damit ihr auch die ganzen Daten über dieses Gerät kennt. Bis gleich. Hier nun die Kurzfakten für unser digitales Diktiergerät. Der Hersteller ist Benji. Wir haben einen 32 GB internen Speicher und können somit bis zu 1100 Stunden bei 512 Kilobit pro Sekunde aufzeichnen oder aber auch bis zu 24 Stunden bei 3072 Kilobit pro Sekunde. Wir haben zwei Aufnahmemikrofone mit an Bord. Das Gerät verfügt über einen DAC-Rauschunterdrückungschip. Wir können Stereo-HD-Aufnahmen durchführen. Wir haben eine One-Touch-Aufnahme und Speicherung, eine sprachaktivierte Aufnahme mit Spracherkennungsfunktion
Ohne einen Ton befindet sich das Gerät im Standby-Modus, um entsprechend Strom und Speicher zu sparen. Wir können ein Passwort für den Datenschutz vergeben. Die Daten übertragen wir über einen USB Typ C Datenübertragungsport. Das Gerät ist sowohl mit einem Kopfhöreranschluss als auch mit einem eingebauten Lautsprecher ausgestattet. Als MP3-Player können wir folgende Formate nutzen: MP3, WAV, FLAC, APE und OGG. Das Aufnahmeformat des Gerätes ist im WAV-Format. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Das waren die Kurzfakten zu unserem digitalen Diktiergerät. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, nachdem ihr nun die Fakten kennt, finde ich auf jeden Fall auch erwähnenswert, dass ich hier die Möglichkeit habe, deine ganzen Daten hier einen Passwortschutz zu vergeben. Ja, ist eine feine Sache. Einschalten tut ihr das Gerät ganz normal hier unten. Ja, bleibt ihr etwas länger drauf. Und dann seht ihr auch schon, wie sich das Gerät hier einschaltet und ist auch schon bereit für die Aufnahme. Das Ganze startet und beendet ihr hier an der Seite. Und ja, ist also ein tolles Gerät. Es ist auch sehr hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Und ja, für mich ist es wichtig. Ich habe sowas immer dabei. Warum? Wenn ich unterwegs bin oder irgendwelche Daten für mich notieren möchte, auch bei mir in meiner Arbeit manchmal ganz wichtig, dass ich mir irgendwas notiere. Ich bin ja Projektmanager und da ist es eben so, dass man viele Details eben sich auch merken muss. Das ist immer ganz praktisch. Bitte aufpassen, dass ihr das nur für euch nehmt. Nehmt hier keine anderen Personen auf oder so weiter, es sei denn, es ist mit denen vorher abgesprochen. Also immer darauf achten, Thema Datenschutz hier sehr groß geschrieben. Ja, ich denke, das war's auch schon von dem Gerät. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ist also, wie gesagt, ein Digitalrekorder, ein Voice-Recorder, um Stimme aufzunehmen oder auch als MP3-Player nutzbar. Das ganze Teil kostet ca. 35 Euro. Wenn ihr da Interesse daran habt, ich verlinke euch das Gerät hier in der Beschreibung. Und wenn ihr es kaufen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es über diesen Link tut. Ansonsten bleibt mir euch zu sagen, ich danke euch sehr fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Like da lasst oder wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, wie es euch so gefallen hat, wie euch das Gerät gefällt oder wie auch immer. Bis dahin wünsche ich euch eine wirklich tolle Zeit und würde mich freuen, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder anklickt und euch die nächste Folge anschaut. Somit bis zum nächsten Mal, euer Thorsten.